Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play, Let's Test, Let's schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie ich es nennen sollte. Eigentlich sollte es ein Let's Play werden. Die Frage ist nur, wie umfangreich das kleine Let's Play hier ist. Und dadurch entscheidet es auch, ob es ein Let's Play wird oder ob es ein Let's, ich schau mal, wann ich Folgen rausbringen kann, wird, so wie zum Beispiel die Siedler, zum Beispiel Anno oder Victor Vran und so weiter und so fort. Also immer wenn ein neues Spiel kommt, was mich mehr interessiert, wird halt das vorverwendet und so weiter und so fort. Also, willkommen, herzlich willkommen zu Hand of Fate und, also Hand of Fate, die Hand des Schicksals. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch weiter quassel, schauen wir einfach mal rein, was das Spiel so ist. Ich habe schon ein paar Let's Plays, habe ich schon drüber gesehen und ich habe auch schon ein bisschen, also ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut, nicht unbedingt Let's Plays, sondern eigentlich Videos und ein bisschen was dazu durchgelesen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ah, one more for the game. Come, sit. You have passed the 13 gates. And you come to my table to play the game of life and death. Your stake is wagered. I refuse none who come here. Yet, I say, turn back. So. Okay, ihr seht schon, was es da ein bisschen geht. Karten, es ist ein Kartenspielchen, aber nicht irgendein Kartenspielchen, sondern, also nicht so ein Spiel wie Hearthstone oder, ich glaube Hearthstone, ich bin mir nicht sicher. Eins von diesen, ich weiß nie, was das Richtige ist. Heroes of the, ja genau, ja, Hearthstone ist schon das Kartenspiel. Oder wie Yu-Gi-Oh! Oder sonst irgendwas, sondern es ist ein bisschen spezielles Kartenspiel. Also es kommt ein bisschen zu Yu-Gi-Oh! Hin, aber es ist nicht gegeneinander, sondern man spielt eigentlich, ja, man spielt schon gegen Typen da, aber, okay, ihr werdet es sehen. Es wird spannend werden. The game begins. One lives and one dies. Let us see what you are made of. Ja, ihr habt hier die deutschen Untertitel, weil das Spiel ist auf Englisch. Ich habe mir das gemacht, weil es für mich ein bisschen leichter ist, zumindest wenn ich nebenbei was mitlesen kann, ist es für mich ein bisschen leichter, nebenbei zu spielen, ja. Und ja, grundsätzlich verstehe ich schon englische Dinge, keine Frage. Aber es ist trotzdem leichter, wenn unten ein deutscher Text steht und auch für manche, die vielleicht keine Lust haben. Deutscher Text, ansonsten gibt es die englische Wortsprache. Und jetzt wissen wir weiter. Warte. Here is the first member of my court. The Jack of Dust. 12 in all must fall before you may challenge me. So, das heißt, wir müssen 12 von solchen Special-Karten hier besiegen, bevor wir gegen den Kartenmeister, der Typ hier, bevor wir gegen den spielen dürfen. Und das erste Opfer, und jetzt kann man im Prinzip sagen, jetzt fängt das Tutorial erst an, ist der Staubbube. Der Anführer der Räuber ist stärker und schneller als die meisten Räuber, die dir begegnen. Kann in Rage geraten und so mächtige und unblockbare Angriffe ausführen. Außerdem stachelt er sein Gefolge dazu auf, bei jedem Treffer Gold zu stehlen. In den Ruinen eines uralten Tempels zwischen sich ewig wandelnden Sanddünen lebt der mysteriöse Anführer, der Wüstenräuber. Er ist berüchtigt für sein Terrorregime über Gewürzkarawanen, die es wagen, durch sein Reich zu reisen. Er herrscht als ein König über die öden Lande. Ja, er sieht ein bisschen verwirrt aus und eigenartig, aber ja. Ich hoffe, vom Sound her passt. Ich habe da ein bisschen Soundchecks gemacht. Es sieht so geil aus, wenn der die Karten gibt. Ich stehe so drauf. Ja, wir können jetzt hier die nächste Karte wählen. Wir haben keine andere Möglichkeit, als hier lang zu latschen. Ich muss jetzt ganz ehrlich nochmal die Soundeffekte, ich muss die Musik noch ein bisschen leiser und die Soundeffekte leiser stellen. Es ist einfach, okay, hat eh gepasst. Es ist für mich einfach so verdammt laut. Warte, dann stelle ich das wieder so zurück, wie es vorher war. Okay.
für mich ist das so verdammt lang und ich weiß nicht, ob das im Let's Play nachher auch so ist oder wenn ich dann fertig bin oder nicht. Das kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht. Was ich sehr cool finde, ich weiß nicht, was Spinne ist. Aber ich weiß, die Angriffssymbole sind rot und grün. Man kann hier umstellen zwischen rot-blau, blau-gelb, rot-grün, also diese Varianten. Das ist für Farbenblinde, weil rot und grün sind ist halt für Farbenblinde nicht so gut. Die können das nicht sehr gut unterscheiden. Und deswegen gibt es rot-blau. Und für welche, die das gar nicht können, blau-gelb. Wobei ich glaube auch, es muss doch auch eine blau-gelb-Schwäche geben, oder? Also, meiner Meinung nach. Aber okay. So, wir lassen es rot-grün. Ich habe damit keine Probleme. Ich hoffe, ihr auch nicht. Und wir können sofort weiterfahren. Das ist unsere Spielfigur. Und man sieht hier auf der Seite schon... Okay. 100 Gesundheit von 100. 20 Rationen, 10 Gold. Eine Axt anscheinend. Ich weiß das jetzt, dass wir eine Axt haben. Und wir können jetzt hier eine Karte. Wir stehen hier bei... Boah, das kann ich gar nicht lesen. Treppen. Ich glaube, Treppen steht hier. Und wir gehen jetzt einfach zur nächsten Karte. Die Maid. Fair Merith. I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. Okay. Eines Tages begegnest du in einem schattigen Wald einer Elfenmaid. Sie hält an, um dich zu begrüßen. Ich bin Merith, Tochter des Waldvolkes. Mein Volk hilft schon lange den Sterblichen dieses Reichs. Nach welcher Gabe verlangt es dir? Wir können jetzt um längeres Leben bitten, dann würden wir hier mehr Leben kriegen. Wir können jetzt um Vorräte bitten, dann bekommen wir mehr Rationen oder um Gold. Gold ist nicht so praktisch, weil der Anführer theoretisch hat, da steht ja, wenn die Gefolgsleute Damage machen, dann verlieren wir Gold. Das heißt, und was ganz wichtig ist, sind diese Rationen. Und was ich noch nicht genau weiß, wenn wir sterben, das kommt alles später dazu, verlieren wir dann alles und müssen komplett von neu anfangen. Oder behalten wir unsere Karten, die wir jetzt haben. Weil man kann in diesem Spiel Karten sammeln. Ja. Und weil wir haben hier ja verschiedene... Also wir haben hier verschiedene Karten. Die gehören alle uns eigentlich, die jetzt hier so liegen. Ich glaube auch, dass hier welche uns gehören. Die Spinne ist geil. Und ich glaube ja... Wenn wir sterben, das heißt, wenn wir keine Rationen haben oder dass sie auf Null sinkt... Dann verlieren wir alles. Und das wäre echt blöd, weil dann müsste ich immer wieder von vorne anfangen und immer irgend... Und dann habe ich echt, dann brauche ich echtes Kartenglück, ja, damit ich hier weiterkomme. Und wenn ich immer nur bis zum vom nächsten Boss zum nächsten mich vorarbeiten muss, ist es auch okay. Aber okay, ich nehme die Vorräte. Sicher, sicher. Von diesem Brot kannst du viele Tage lang zehren. Der Geber zieht dir 2 Rationen Gewinnkarten. Einmal 5 Rationen. I'm sure you're grateful for that. Und nochmal 3 Portionen. 3 Rationen, jetzt haben wir 24. Also 27, sehr geil. Bedenke stets, Sterblicher, dass mutige Helden in großen Balladen verewigt werden. Doch wer überleben will, überlegt zweimal, bevor er sich in die Angelegenheiten von Göttern und Monstern einmischt. Oh yeah. So, und die nächste Karte. Gewundene Schlucht. That first moment, that glinting weapon, the call to action, to adventure. Truly, there is nothing like it. Okay. Und was auf jeden Fall ist, für jede Bewegung, die wir machen, verlieren wir eine Ration. Das heißt, wir sollten uns genau überlegen, ob wir mal zurückspringen wollen oder nicht. Das ist wichtig. So. Im Sonnenlicht siehst du eine Waffe glitzern, die neben einem Skelett am Boden der Schlucht liegt. Die Wände der Schlucht sind mit dicken Schlingpflanzen bewachsen, die man leicht herabklettern kann. Klettere nach unten, um die Waffe zu holen. Lass sie liegen. Na, wir klettern natürlich nach unten, wir probieren das aus. Zack, und jetzt kommt hier so ein schönes Dings. Erfolg, Erfolg und Fehlschlag, das mischt einmal durch. Choose from these options. Dann können wir hier jetzt eine auswählen und hoffentlich... Dann wischen wir nicht den Fehlschlag. Alter! Oh, Alter, weißt du, du hast ja die Chance auf einen... Also, du hast die Chance, ja? Einen... Also...
Du hast die Chance von 25% einen Fehlschlag zu ziehen und 75% ist kein Fehlschlag. Und was erwische ich? Fehlschlag. Wow, das Spiel fängt schon mal gut an. So, klettere nach unten, um die Waffe zu holen. Du beginnst den Abstieg, die Klippenwand hinunter, doch schon bald verlierst du den Halt und fällst auf die Felsen unter dir. Der Geber zieht dir eine Gesundheitsverlustkarte. Na toll. Wow, 5 Gesundheit. Okay, das geht. Wir haben. Du holst dir die Waffe von. Okay, wir holen uns trotzdem die Waffe. Okay, kein Problem. Kein Problem. Nicht so schlimm. Und wir bekommen die Axt. 25. Drücke während des Kampfes die linke Maustaste, um anzugreifen. Okay. Drücke während des Kampfes linke Maustaste, um anzugreifen. Wir haben jetzt hier 20, 25. Okay, wir rüsten sie auch gleich aus. A moment to savor. That will make you much more effective. Ja, danke schön. So, nächste. Wir können jetzt hier ins Inventar gehen. Always review your cards here. Hier sind wir, unser 3D-Charaktermodell. Warum das so ist, da komme ich später noch zu. So, wir können jetzt hier auswählen Rüstung. Hier haben wir drei Rüstungskarten, die wir haben können. Die können wir immer, da können wir immer wechseln. Jetzt haben wir natürlich noch gar nichts. Wir können hier auch Verbesserungen durchführen. Is all you have gained. Aber wir haben keine. Also zurück. Und wir wählen die nächste Karte. Herr Leo. I was never a fan of illusion or pretense. Here I'll make an exception. Okay. Während du dir in einem Wirtshaus das Abendessen schmecken lässt, setzt sich ein seltsamer alter Mann zu dir an den Tisch. Er tippt dir grob mit seinem Holzstock auf die Schulter, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Du siehst ihn an und erkennst, dass es ein Kobold ist, der nur unzulänglich als Mensch verkleidet ist. Sein schrumpeliges Gesicht grinst dich an, in seinen Augen blitzt Wahnsinn auf. Ich bin Herr Leo. Wenn du mir gibst, was ich will, werde ich dir meinen selbst angefertigten Zauberstab deinen Herzenswunsch erfüllen, mein Junge. Ein paar Augenblicke lang gackert er haltlos, dann wartet er geduldig auf deine Antwort. Gib ihm das Brot von deinem Teller, gib ihm 20 Gold, frag ihn, was er braucht und ignoriere den Kobold. Okay, wir wissen nicht, was er haben will. Es könnte sein, dass wir... Also er will wissen, was wir von ihm haben wollen. Also wir sollen ihm was geben, dann kriegen wir was. Jetzt ist natürlich die Frage, was wollen wir von... Also was will er eigentlich? Was können wir ihm geben? Und die sinnvollste Antwort ist... Also ignorieren natürlich nicht. Gold können wir nicht geben, da haben wir zu wenig. Und Brot will ich ihm jetzt auch nicht geben. Deswegen würde ich jetzt sagen... Ich frage ihn einfach, was er braucht. Was ich will? Ich will dir helfen? Dann klopft er mit seinem Stock auf den Boden und ein Schild materialisiert sich zu deinen Füßen. Bitte sehr, altes Haus. Er verzieht den Mund zu einem Lächeln, das all seine gelblichen Zahnstummel offenbart. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Wir sind uns doch noch nicht begegnet, oder? Ziehe eine Ausrüstungskarte. So. Der Geber zieht uns ein Schildchen. Abwehren. Hat ein Schild dieses Attribut, kann der Held Geschosse abwehren und auf den Angreifer zurückwerfen. Hier ist ein perfektes Timing vonnöten, da die Geschosse schneller näher kommen. Drücke die Q-Taste, um Geschosse abzuwehren. Achte auf das grüne Symbol über dem Kopf des Helden, okay? Konter. Hat eine Waffe dieses Attribut, kann der Held die Angriffe seiner Gegner kontern. Achte auf die grünen Angriffssymbole über den Gegnern und drücke zum Kontern. Also, Q. Wir können immer Q drücken. Wenn die Gegner Symbole haben zum Kontern und wenn wir Symbol haben, um ein Geschoss abzuwehren. Perfekt. Wir können das Schild auch gleich anlegen. You can now reflect your opponent's ranged attacks using your shield. Make good use of this skill if you wish to survive. Bevor du ihn aufhalten kannst, schnappt er sich mit übermenschlicher Geschwindigkeit eine eingelegte Zwiebel von deinem Teller und rennt zu Wirtshaus hinaus. Und die nächste Karte. Die Treppen. Bound once more, seeking the heart of it all. Okay, gehen wir runter. Nimm die Treppen. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. Natürlich. You are on the final floor of our simple map. Your opponent waits here for you. Find him. Okay, ja, ist ganz logisch. If you defeat me, well, it is early to be talking about victories and losses. Let us see what you're made of.
Ja. Staubgrube ist natürlich hier. Das ist schon das letzte Ding hier, aber Staubgrube ist hier, wir können nur den Karten lang gehen. Also. Schlucht des Toten Mannes. I'm sure it's not called Dead Man's Gorge without reason. Ja. Während du die uralte Seilbrücke über die Todmannsschlucht überquerst, hörst du Bewegungen von unter der Brücke. Ein Hinterhalt, ziehe eine Monsterkarte. Staub 3. Bedeutet 3 Gegner. Ja, das so viel weiß ich schon. Wir regenerieren übrigens Gesundheit. Und was ich an dem Spiel so extrem geil finde, ist folgendes. Bams, Held, Bams, Schild, Bams, Waffe. Es ist sowas von geil. Ich finde das so Hammer. You can now counter your opponent's attacks. Hit the counter button when you see the flashing indicator. Okay, also WASD bewegen, rechte Maustaste betäuben, linke Maustaste angreifen, Spaces abrollen und zum Kontern die Q-Taste. Es geht. Okay, es geht echt. Oh, das geht gut. Oh yeah, das geht ja verdammt gut. Sehr nice, sehr nice. Ich liebe das. Das Kampfsystem, wie man gerade gesehen hat, hat ein bisschen was von Batman. Also von Batman Arkham Asylum. Erinnert sehr, 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 also erinnert ziemlich daran, weil durch das Kontern und alles kriegt man, baut man Kombo-Punkte auf. Bringt einem, glaube ich, am Anfang noch nicht viel, vielleicht mehr Schaden oder so, aber man kann im späteren Verlauf sicher irgendwie solche Moves einbauen, dass man mehr Damage macht bei Kombo-Moves und so weiter. Oder auch Mordor's Schatten hat auch, das ist so ein ähnliches Arkham-System, Arkhams Kampfsystem, das finde ich ja sowieso richtig geil. Und ja, zieh 3 Gewinnkarten, wir haben sie erledigt. Ich nehme für den Toten, was noch zu verwenden ist. So, eine Ausrüstungskarte. Yeah. Alle Heilungen. The effect of one sort of magic with another. All you need is a channel for power and it's simple enough. Ja, aber den Helm brauchen, bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall alle Heilungen, die der Spieler erhält, werden verdoppelt. Yeah! Ja, 3 Rationen kann man immer brauchen. Und noch eine Ausrüstung. Ein Schwert. Drücke die linke Maustaste, um einen Feind ein. Symbol of might for an age. Ja. Wir machen. Wir machen 25 Schaden, 23. Really? Is that what you're going to do? Yep. Ich würde gerne die nächste Karte. Yay! Hinterhalt, noch einer. What did you think would happen with a card called Ambush, eh? Naja, ich habe nichts gedacht. Ich sehe sie ja nicht von Haus aus. Ein kurzes Rascheln hinter dir ist deine einzige Warnung, dass dein Leben in höchster Gefahr ist. Zieh eine Monsterkarte. Bäm, 3 Gegner. Aber es läuft gut. Ich liebe das Kampfsystem und ich liebe dieses Karten. Ich liebe diesen Kartenmix aus 3D-Kämpfen und. Na, schau, Helm setzt sich auch auf. Ich liebe diesen Kartenmix. Einfach so geil. Oh, nimm das. Ah, verflucht. Oh, jetzt wurde ich mal getroffen. Habe ich kurz nicht aufgepasst, muss ich zugeben. Ah, auch daneben geschlagen. Das war nicht so gut. Die erste Runde war besser. Aber trotzdem auch erledigt. Ich störe ein bisschen, dass man die Maus nicht bewegen kann. Aber okay. Während du die Gegner nach allem nach noch Verwundbaren absuchst, bemerkst du, dass sich einer deiner Gegner nur tot stellt. Schleiche dich an und töte sie. Nicht schon wieder. Oh, Gott sei Dank. Erfolg. Ein schneller Waffenhieb in seinen Schädel ändert das rasch. Du suchst den Rest der Gegner ab. Der Gegner gibt dir 3 Gewinnkarten. Yeah. Eine Ausrüstung. Eine Axt. 25. Yeah. Peasant's weapon, but effective nonetheless. Brauche ich nicht. 3 Rationen. Sehr schön. Nehme ich gerne mit. Und einen Heil. Extra health, but it is only a momentary respite. Ja,
gut, jetzt sind wir wieder voll, super, bringt mir nicht viel. Weiter geht's. Ein Laden, In einem schattigen Hain abseits der bekannten Pfade entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Ich gehe zum Laden. Sei gegrüßt, weiser Reisender, wir haben dir viel zu bieten. Natürlich hast du das, ich weiß das ja. If you were wondering why you've been collecting all that gold, you now have your answer. We're starting to get into the meat of the game now. The back and forth between resources and rewards. Ja. Wir bekommen im Prinzip Karten, die wir nicht brauchen zum Beispiel und können da zum Beispiel sagen, okay, wir gehen jetzt hierher und wir haben jetzt 27, also wir haben jetzt 10 Gold, das ist nicht viel, wir können jetzt hier Gegenstände kaufen, das heißt wir können hier Karten kaufen, zum Beispiel Damokles, drücke während des Kampfes 2, um Messer in 8 Himmelsrichtungen zu werfen, dann wie den Helm des Entdeckers, offenbart die Treppen beim Betreten eines Levels und gewährt einen Goldbonus für das Aufdecken jeder Begegnung in einem Level. Schilde bieten passive Schadensreduktion, drücke Q, um Geschosse abzuwehren. Und hier auch ein Schwert nochmal. Jetzt können wir natürlich Gegenstand kaufen, brauchen wir aber nichts davon, wir haben alles davon. Jetzt gehen wir Gegenstand verkaufen. Wir haben zum Beispiel hier, man sieht hier, das haben wir, haben wir ausgerüstet. Das sind unsere Sachen und das ist so geil, das wird hier angezeigt, weißt du? Das ist einfach Hammer. Das haben wir ausgerüstet und ganz ehrlich, wir brauchen weder die Axt noch das, Schwert. Ich meine, 3 ist jetzt nicht viel, aber wir verkaufen es jetzt einfach mal. Ja, weiter geht's. So, den Rest haben wir. Und jetzt gehen wir zu den Rationen. Und ich würde sagen, oh, da braucht man 30 Gold, so viel haben wir leider nicht. Wir können uns eine Ration kaufen, aber das zahlt sich echt nicht aus. Okay, dann lassen wir das. Haben wir ein bisschen Zeug verkauft, das ist nicht schlecht. Und jetzt geht's weiter in die nächste Karte. Der Staubbube. You have reached my first champion. A good man driven to madness by a war that took all from him. Wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forge my tools. Now we see your metal. Aus dem ich mein, was? Werkzeugschmiede. Jetzt werden wir sehen, über welchen Mut du verfügst. Oh ja, ich lese das jetzt nicht nochmal vor, habe ich schon mal gemacht, ne? Schaut euch einfach den Part vorher nochmal an. Und los geht's. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Ah, bekomme ich diese 3 Dinger. Sehr schön. Diese Siegeldinger. Schauen wir mal, wie der Kampf so läuft. 4 Gegner und der Staubbube. Sieht nice aus und hat eine geile Waffe. Definitiv, definitiv. Aber wir haben auch geile Sachen. So, ich hau mich mal gleich. Some enemy attacks cannot be blocked or countered. Get out of the way or stop them with your own counterattack. Ich kann den seine Angriffe nicht blocken, wenn er in Rage ist. Das wurde mir schon mal gesagt. Ja, er macht sehr mächtige Angriffe, wenn er... Nein, du brauchst nicht in Rage gehen. Wow, das ging geil. Das ging gut. Ja gut, er macht stärkere Angriffe, wenn die Kombo-Reihe hoch ist. Und das ging jetzt verdammt gut. Down into the worms with him. Perhaps there is peace for him in the grave, poor soul. Ja, und das ist unsere Aufgabe. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories and your resolve. Few fall at the first hurdle, none reach the last. We have wagered and you have won. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. As you improve, so do I. Balance must be retained. So, also wir haben jetzt den Staubbuben erledigt, er soll bei den Würmern schmoren, bla bla bla. Und wir dürfen jetzt unseren Reward nehmen, diese 3 Dinger. Und dadurch wird aber auch erste. Wenn wir besser werden, wird ja auch er besser, weil das Gleichgewicht erhalten bleibt. So, von mir aus.
Als Belohnung für deinen Sieg über den Räuberbuben erhältst du diese neuen Karten. Der Knochenbube sieht nach dem nächsten Gegner aus. Halle des Toten Königs, einheimische Bäuerin, des Teufels Wahl, der Fluss und Hauptmann der Wache. Zack. Aktivieren. Mittlere Rüstung, Ketten der Raserei, auch eine Rüstung. Söldnervertrag, sieht nach einem Schwert aus oder könnte auch was anderes sein. Mittlere Rüstung, Atem der Standhaftigkeit, ein Schildchen und der verzweifelte Mittel ist ein Hammer. Karten hinzufügen und das nächste aktivieren. Räuberangriff, okay. Wird alles gemischt. Jetzt wird alles gemischt und jetzt dürfen wir weiterspielen. Und das würde ich sagen, meine Freunde, machen wir in der nächsten Runde von Hand of Fate. Und ich würde gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Ich finde das Spiel ja, also das Spiel gibt es ja schon etwas länger. Ja? Und ich habe das mitbekommen, dass es das Spiel gibt, wie das DLC rauskam. Und ich habe das Ganze auf GOG, also auf Good Old Games. Und zum Start des DLCs war das Hauptspiel, glaube ich, um 50% reduziert. Das heißt, statt 20 Euro, glaube ich, hat es nur 10 Euro gekostet. Wie viel sie jetzt kostet, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es so viel gekostet. Also nicht viel. Das DLC selbst fügt ein paar Kärtchen hinzu und eine neue Spielmechanik oder so in der Richtung. Aber das habe ich mir dann nicht gekauft. Das habe ich mir jetzt dann erst später in einem Sale gekauft. Da hat es dann auch nur mehr, statt 5 Euro, hat es dann nur mehr, glaube ich, 1 Euro irgendwas gekostet. Voll geil, habe ich gleich mitgenommen. Und irgendwie bereue ich das ein bisschen, dass ich manche Spiele so billig kaufe. Weil auch wenn ich jetzt nur die ersten paar Maps gespielt habe von diesem Spiel, ja, von diesem großen Spiel, ja, könnte es doch sein, dass da noch einiges kommt. Und vor allem, wenn die Rationen ausgehen, muss man auch ein bisschen taktisch denken, wie man jetzt weiter vorgeht oder ob man einen Weg zurückgeht, um jetzt irgendwie eine letzte Karte aufzudecken oder sonst was. Aber dazu würde ich sagen, kommen wir in die nächste Runde. Mich würde es interessieren, ob es euch gefallen hat. Mir gefällt es sehr gut, auch wenn ich jetzt am Anfang mal gespielt habe, weil wie gesagt, ich habe schon ein paar Videos gespielt und mich hat es schon so in den Fingern gejuckt, dieses Spiel zu spielen. Ja, ich habe noch 2 Spiele hier liegen, die ich unbedingt spielen möchte und ich komme einfach nicht dazu. Jetzt schaue ich mal, wie lange mich hier Hand of Fate beschäftigt. Nebenbei natürlich noch Warframe, zumindest ja, Warframe wird ein bisschen kürzer treten wahrscheinlich jetzt, vielleicht nur noch eine Folge pro Woche, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Das Ganze ist ein bisschen na gut. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba!